Hallöchen, zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator im Multiplayer. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wieder mit dabei ist der Micha, der holt gerade eine neue Fracht. Hallo Micha. Hallo. Und wir stehen bei TweeET. Aha. Ah, Leipzig, Magdeburg, hab ich übrigens gefunden. Gut. Ja, sehr geil. Ja, ich muss nach Magdeburg immer noch. Und der Micha muss ja nach Leipzig, deswegen. Ist es ja passend. Ja, aber jetzt erstmal in die Stadt. Nein! Scheiße, ich hab grad gedreht, ne? Weil ich hier in die andere Richtung muss. Und du enttäuscht mich jetzt. Ja, bin ich auch schon mal vor? Nee. Treffen wir uns in Magdeburg. Nee, das ist nicht gut. Ich drehe jetzt nochmal. Alter, dein LKW ist ganz schön nackig. Ja. Ja, so. Ja, was haben wir denn heute jetzt als Thema, Micha? Ich meine, heute... Gleiche Themen wie sonst auch. Genau. Wir labern einfach irgendeine Scheiße. Nur nicht über Code. Das kommt nicht gut. Ja, Micha, ich muss das ansprechen. Das leidige Thema. Toll, Mann. Weißt du, du bist gerade so über grün, über gelb drüber gekommen und ich muss jetzt hier warten. Finde ich überhaupt nicht gut. Verdient, Junge. Naja. Das trifft den Richtigen. Das stimmt, ja. Allerdings. Ja, eigentlich müsste ich ja nach rechts. Ich habe nämlich hier grüne Welle. Das ist so schön, ist das. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Halt die Schnauze. Aber habe ich einen schönen V8-Sound. Klingt aber nichts, wovon der Runden anbestehen bleiben muss. Ja, V8 Diesel-Sound vor allem. Alter, hier vorne ist schon wieder rot. Leck mich doch. Und er fährt halt über rot. Ja, das welchen Anhänger muss ich denn hier jetzt aufnehmen? Der blinkt. Der blinkt kein Anhänger mehr. Ja, dann hast du die Mission noch nicht angenommen. Du musst doch erst annehmen, den Auftrag. Habe ich aber. Deswegen habe ich ja auch gleich markiert bekommen. Ja, und dann blinkt's. Achso, warte mal, ich habe Navi einstellen. Und das heißt, ich muss da drauf fahren. Erstmal. Das Navi hat mir nur gezeigt, wo ich hin muss. Ja. Genau. Alter Micha. Alter Micha. Ja. Mach mal halblang. Genau, du musst den Auftrag annehmen. So. Leipzig, Magdeburg. Du fährst doch nicht das erste Mal jetzt hier, Micha. So. Das enttäuschte mich aber. Hä? Fährt hier gerade ein Sirenenfahrzeug? Feuerwehr? Nee. Ah, nee, das ist hier bei mir. Entgüter! Ist ja laut. Ja, herzlichen Glühstrumpf, Micha, du hast es geschafft. Ja. Du hast den richtigen rausgepickt, ey. Die sehen alle drei gleich aus. So. So, jetzt muss ich hier vorne rechts abbiegen. Wo bin ich eigentlich? Ach, hier. Oh. Rumpel, rumpel, rumpel. Der Fußgänger ist ja cool. Die Leute immer die Kurven schneiden. Ich verstehe das nicht. Jo, 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 Nigga. Hallo? Ja, ja. Komm, wir machen hier Viertelmeile-Rennen.
Ach, verdammt. Ja, dein Anhänger hat mich schon komplett eingeholt. Ja. Oder so. Aua, rot. Krebs. Oh. Ich glaube, ich habe Glück gehabt, weil ich bin nämlich drüber und habe keine Strafe gekriegt. Hallo M, tode ich ja. Ich kann gar nicht sehen, wenn es grün wird. Ja, ich auch nur ganz schwer. Einfach, wenn ich losfahre. Aua. Bin abgerutscht. Ja. Ich bin wirklich abgerutscht. Es fehlt noch nur dieses. Nee. 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 Oh Gott. Ohne Scheiße, das müsste man echt mal als Mod hier einfügen. Bei jedem Schalten so 12-mal. Oh Gott. Ja. Das wäre eine Mod, die ich mir installieren würde. Würde. Ich glaube, ich muss da vorne schon wieder runter, ja? Musst du auch da vorne wieder runter? Naja, wir haben jetzt das gleiche Ziel, gell? Ja, wir können aber noch eins weiterfahren. Da geht's auch nach Magdeburg. Also keine Wir Ahnung, können da es vorne gibt. aber auch runter. Okay. Es gibt halt immer noch so außerhalb von den Orten gibt es auch immer noch eine Firma. Eigentlich müsste ich dich vorfahren lassen. Du der Langsamere bist. Ja. Stattdessen haust du einfach ab. Ja. Wabenfreund. Was Wabenfreund? Wabenfreund. Wow. Ich sehe es da hinten. Es war Rückwärtsgang. Er nimmt auch den Rasen ordentlich mit. Genau. Dadurch, dass du ja der Langsamere bist. Man muss sich immer den Langsameren anpassen, den Langsamsten. Eigentlich nicht schlecht mit dem Schnee. Gefällt mir. Was am geilsten halt eigentlich ist, ist jetzt noch mit Radio, also mit richtigem Radio noch spielen. Da gibt es zum Beispiel Radio Hamburg ist ganz gut. Theoretisch dürftest du das doch drauf machen, weil es ja für jeden erreichbar. Ja, nee, aber die zahlen ja GEMA-Gebühren dafür. Und ich würde es ja dann damit weiter verbreiten, die Musik. Und YouTube würde mich dann halt damit auch abmahnen. Beziehungsweise das Video sperren. Also in manchen Fällen nur die Monetarisierung halt abschalten. Beziehungsweise, dass andere dafür Geld kriegen. Und ja, ich würde halt so eine Art Abmahnung kriegen. Im schlimmsten Fall. Deswegen lasse ich es halt lieber. Ich meine, es ist relativ langweilig, aber ich muss mal gucken, ob ich irgendwas finde, was GEMA-frei ist. Warum bremst du? Bremst nicht. Du bremst. Nein, tue ich Du nicht. hast eben gebremst. Ich habe es genau gesehen. Deine Lichter waren an. Guck im Stream. Nicht im Stream. Guck im Video dann morgen. War die ganze Zeit mit Tempomat.
Hat nicht gebremst. Dann Ansonsten hat würde jetzt der Tempomat rausspringen. dann hat dein Tempomat gebremst. Ja, wahrscheinlich, weil es bergab ging. Was hast du nun gestellt? Auf 60 oder was? Ja, 65. Gott. Ja, hier ist ja nur 60 erlaubt. Doch egal, Mann. Ich sehe keine Bullerei. Ja, die Blitzer sieht man auch nicht immer. Ja, die innerorts, die sieht man nicht immer. Oder in Tunneln zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ich habe da noch keinen Blitzer gesehen im Tunnel. Also ich muss nach rechts drauf, okay. Oh, Michael. So knapp, wie du fährst. Ja. Ich habe meinen Seitenspiegel im Blick. Ich habe gesehen, wie knapp das. Ja. Dass es irgendwann mal schief geht. Soll es schief gehen? Aber kaum fahre ich wieder mit dir, fahre ich besser. Ja, ich habe einen positiven Einfluss auf dich. Nein. Bis auf das, was du sagst. Das bleibt davon verschont. Ja, das sowieso. Ich glaube, ich habe ein Tempomat hier auch. Mal gucken. Ja, ich habe ein Tempomat jetzt auf 63 gestellt. Im neunten Gang. Ja, im neunten Gang ist das nicht gut. Ich muss noch mal kurz schalten. Ich bin im zehnten. Schön im grünen Bereich. Ja, ich auch. Halt, das war Scheibenwischer. Ach Mann. Ich drücke an die falschen Tasten. So. Ja, nicht, dass du machst wie ich. Willst du blinken, fährst schlagartig nach rechts. Nee, das nicht, aber ich mache da einen Scheibenwischer an. Ich mache den Eco-Fresh. Aber das sagt dir wahrscheinlich nichts, weil du kein Fernsehen guckst. Ja. Ja, nicht mal einen Fernseher haben, ey. Oh. Obwohl, also einen Fernseher könntest du ja kriegen. Du könntest meinen alten Fernseher haben. Will ich aber nicht. Ja, siehst du, willst du ja nicht. Kannst du den zweiten Bedarf. Monitor benutzen? Nee. Ich weiß das nicht. Zu groß. Ja, gut, das Ding ist, du hast halt auch nicht mehr oft Besuch, wo du mal sagen kannst, da haust du jetzt irgendwie einen Film oder so drauf oder chillst dich da bei Musik hin oder keine Ahnung was. Ja. Hast halt nicht mehr so oft Besuch. War alles anders, wo wir noch studiert haben. Ja. Das ist noch gar nicht lange her. Was hat's gebracht? LKW-Fahrer. Ja, jetzt sind wir LKW-Fahrer, ja. Scheiße, Mann, ey. Nur weil in der IT-Branche überhaupt nichts los ist. Mann. Macht nichts. Ja, halten wir uns halt über Wasser mit LKW-Fahren. Arbeit, LKW-Fahren. Daheim, LKW-Fahren. Genau. Im Schlaf, LKW-Fahren. Vor allem im Schlaf. Ja, er hatte Träume. So träume ich. Okay, der Schnee ist beim Fahren echt nicht schön. Boah, vor allem in Kurvenfahrten. Er bleibt halt an Ort und Stelle dort. Okay, jetzt in der Rechtskurve nicht, aber in der Linkskurve davor. Da jetzt auch wieder. Ah, sieht komisch aus. So, Tempomat 62, Mann, ich schlaf gleich ein. Was ist eigentlich das da? Ist das, sieht aus wie so ein Windrad ohne Rad. Ein Windballon. Ein Windballon, genau. Der sammelt die Luft, ne? Den Wind. Ja. Reduziert dadurch den Wind, der in der Luft noch stehen bleibt. Ein riesiges Furzkissen. Ja. So, wir müssen eigentlich irgendwann auch mal da sein. Ja, wir müssen nach vorne rechts abbiegen. Ja. Das sagt mein Navi auch. Ja, und 20 Minuten noch, genau, 21 Kilometer. Ich habe das Gefühl, dass mein Anhänger doppelt so groß ist wie mein Führer ist.
So hoch oder was? Ja, so hoch, so breit, alles. Von der Länge her ist er sowieso mehr als das Doppelte, aber... Ja, es sieht schon komisch aus von der Höhe her, ja. Da hast du recht. Also auf jeden Fall ist dein Fahrerhaus deutlich niedriger als der Anhänger. Du solltest vielleicht Windschutz oben drauf machen, gell? Ja, entweder das oder ich weiß nicht, was ist denn, was wäre denn flach? Weil du bremst halt wieder übertrieben ab. Ja, irgendwie ist die Bremse hier gerade. Aber davor habe ich nicht übertrieben gebremst. Du solltest vielleicht sowas wie ein Tanklaster oder Tankanhänger fahren. Die sind nicht ganz so hoch. Da sieht zum Beispiel meins relativ blöd aus. Das ist übrigens ein Stuttgarter Kennzeichen. Verstehe ich nicht. Ich habe eigentlich Erfurt als Hauptzentrale eingegeben. Ja, und? Weil ist... mittig ist. Oh, halt da. Ah, das ist ja der Anhänger wahrscheinlich. Genau. Wollte ich gerade sagen, ist dein Anhänger auch dir oder was? Ach ja, das war eine schöne Tour. Muss ich sagen. War ja. zwar relativ kurz, aber die war doch recht schön. Na, mal gucken. Ich setze mal richtig viele Aufträge jetzt. Komm. Ich bin gerade hinten drauf gefahren. Alter, ja, weil du wieder übertrieben bremst. Hier ist eine rote Ampel, da muss ich einhalten. Ich stand voll auf der Bremse, deswegen habe ich auch gerade nichts gesagt. Ich habe mich mega konzentriert, dass ich zum Stehen komme. Weißt du, jeder andere wäre mal nach links gefahren auf die Gegenfahrbahn, damit er den anderen nicht rammt, aber du hältst voll drauf. Nee, das Ding ist, du hast halt noch so ausgerollt und ich dachte so, ach komm, easy, packst du. Und auf einmal bleibst du stehen und dann so, packst du doch nicht. Dann war ich schon im Heck. Es tut mir leid. Also ich habe keinen Schaden genommen, aber kann sein, dass ich deinem Anhänger ein wenig Schaden angeeignet habe. Micha brettert hier drüber. Über diesen Mini-Huppel. Der ist extra, um das zu vermeiden. Hast du auch den gleichen Punkt? Ja, ich glaube schon. Okay, ja, dann lasse ich dich erstmal. Könnte mal nicht dauern. Ich krieg gerade mit, dass ich wieder irgendwie nicht den Dings bekomme. Ich guck dir mal zu. Guck mal, wie du das machst. Ja. Irgendwie den Namen oder so ausblenden, irgendwie was. Ich hätte gern mal alles ausgeblendet, aber ich weiß nicht wie. Doof. Sieht doch perfekt. Junge. Was machst du denn für eine Fahrerei? Ich wollte das so nicht nehmen. Wenn ich jetzt hier Modi des Dingsbums. Nein, Spiel unterbrechen. Achso. Nee, das war falsch. Nein, das war auch falsch. Ah, mit F11 kann ich den Namen ein- und ausblenden. Ja, oh, das hat so gegolten. Sehr schön. Okay. Ja. So. Jetzt muss ich mir den Scheiß wieder einblenden. Du könntest jetzt netterweise erstmal Platz für mich machen. Also es wäre vielleicht nett. Aber... Okay.
Danke. Oh, das war nicht gut. Aber justieren einfach noch einmal. Und dann passt das. Oh, ist doch falsch eingelegt. Ja, mein LKW-Führerschein ist noch nicht so lange her, wo ich den gemacht habe. Deswegen brauche ich meistens zwei Versuche. Ausgezeichnet. Hattest du irgendeinen Abzug? Hattest du einen Schaden an deinem Nö, Ding? kein Abzug. Okay. Das ist gut. So, was haben wir denn hier? Explosive Stoffe. Ich will jetzt auch mal so ein ADR machen. Wir haben Gase, brennbare Flüssigkeiten, brennbare Feststoffe. Was Ja, hast denn du ich will mich jetzt genommen? eigentlich mal mit dir abquatschen, wo wir langfahren. Ja, können wir ruhig. Ich nehme aber erstmal brennbare Flüssigkeiten. Das war die drei, glaube ich. So, okay. Ich gucke mal, was ich habe. Wenn ich stehen bleiben würde. Sehr schön. Magdeburg-Hamburg habe ich. Also ich habe hier Magdeburg, 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 Hamburg, ja, das habe ich auch. Käse, 18 Tonnen. Ja, okay. Dann nehme ich das auch mal an. Okay. Musst du auch nach links? Ja. Ich glaube, wir haben das Gleiche. Das ist das Schöne, weil wir haben jetzt hier relativ gleich geskillt. Das heißt, wir könnten sogar relativ ähnliche Missionen haben. Ja. Mann. Siehst du das? Ja. Okay. Dann ist echt mit reingenommen. Pardon, ah, Mensch. So, war jetzt hier Standlicht, das sieht cool aus. Hauptsache, ich mach schon wieder den scheiß Scheibenwischer an. Mann, da war grün. Hättest du mal Gas gegeben, hätte man noch grün erwischt. Grüne Welle. Okay, hier vorne links, ne? Ja. Sehr schön. Ah, genau die gleiche Mission, ey. Das kommt selten vor. Ja, wir sollten auch warten, bis wir beide drin sind, beide ausgewählt haben. Nicht, dass wir den anderen die wegklauen. Ich weiß nicht, ob Ach das so Quatsch. berechnet wird. Nee, nee. Das ist egal, das wird, glaube ich, lokal berechnet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt vom Server berechnet wird. Wäre auch nur unnötig Aufwand für den Server. Das wird schon lokal gemacht. Grün. Ja, ich sehe es, wenn ich Rückspiegel gucke. Grüner wird's nicht. Alter Schwede, ey. Sehr gut. So, Magdeburg, Hamburg. Jetzt so ein Error in meinem Fahrzeug. Alter, ich sehe nichts, weil irgend so ein Hans Bambel hier rumfährt. Hans Bande. Wow, ich habe abgehoben mit dem Heck. Ah, wir haben unterschiedliche. Okay. Also wir haben nicht haargenau die gleiche Mission, weil ich habe halt Käse. Du hast wohl was anderes. Was macht er denn jetzt hier? Leck mich doch. So, wie lange brauchst du? Bin doch schon da. Der eine hat mir nur im Weg gestanden. Ich muss nach links, okay.
Ja, ist relativ ruhig. Ich kann heute nicht reden. Ich auch nicht. Das ist Wie ist echt es schlimm. eigentlich? Wir haben, Mann, ich guck kurz auf dem Handy. Ui. Während der Fahrt ist das nicht gut. 22:11 Uhr. Gott. Das an einem Montagabend. Ja. Oh Mann. Eigentlich wollte ich auch eine Runde Fallout spielen. Eigentlich wollte man mal eine Runde Assetto Corsa fahren. Ja, das wollten wir auch noch machen. Das machen wir morgen. Also wir fahren wieder Truck. Ja. Ich hätte mal Bock, hier den Audi R8, der da Free Content war, mal auszuprobieren. Oder halt ein bisschen quertreiben. Den M4, Alter, bremst doch hier nicht so. Bitte. Na, guck dir doch mal den Vollidioten an, Mann. Ja, der leckt wie Sau. Alter, was macht er? Der leckt Alter. nicht nur wie Sau, der fährt den übelsten Scheiß zusammen. Der hat mich nämlich vollgerammt. Ja. Und ich hab's nämlich befürchtet, deswegen habe ich schon früher Du gebremst. hättest mal sehen müssen, was er mit meinem Anhänger gemacht hat. Der hat Ja. 4% Schaden. Der hat mich volle Möhre gerade weggerammt. Jetzt weißt du, warum ich gebremst habe. Weil ich nicht wollte, dass der mich rammt. Ich bin noch ein bisschen nach rechts, aber der ist voll auf meine Fahrbahn drauf und hat mich vorher noch erwischt. Ja, wie gesagt, der hat halt übelste Sorte geleckt. Ich hatte selbst Verbindungsprobleme. Ja. Vielleicht ist es irgendein Russe oder so, der halt eine scheiß Verbindung hat nach Europa. Verstehe halt auch nicht, warum die immer auf den europäischen Servern geschaltet werden. Und also bei manchen Spielen ist es ja, sind die Server gleich. Dort, wo die russischen stehen, stehen auch die europäischen. Ja, aber zum Beispiel jetzt bei CS. Bei Dota ist es so, bei CS ist es so. Und bei LOL ist es so, du hast halt immer diese Russen dabei, die auch permanent nur Russisch reden oder schreiben. Permanent, du verstehst kein Wort und die bleiben trotzdem in ihrer Sprache, einfach weil sie Englisch nicht können, weil sie Fällt mir das nicht Marv gelernt ein. kriegen. Hat Dota 2 gespielt, gell? Alle im TS gewesen. War ein Random-Team, alle TS. Er erklärt die Taktik, alle haben es verstanden. Gell? Da rennt einer los auf die Midlane, fängt an, Russisch zu sprechen. Oh Mann. Der hat nicht ein Wort verstanden, der hat aber auch nichts gesagt. Ja. Fing dann nur an, auch die ganze Zeit auf Russisch umherzufluchen. Ja, und das können sie dann am besten. Schön rumflogen. Aber das liegt nicht an den Russen, können auch die Deutschen. Ich habe Da jetzt gibt's, neulich mal. Auf der Steam-Plattform kann man ja auch die Spiele kommentieren. Da gibt es einen richtig guten Eintrag. Da hat jemand einen richtig geilen Comment geschrieben über Dota 2. Ja, bei Jeder Dota. will der echte Russe sein. Ja. Ja, erzähl. Ja, ich habe jetzt neulich mal bei Twitch jemanden angeguckt, der FIFA spielt. Einfach so FIFA 16 Karrieremodus Deutsch. Und der hat halt auch die ganze Zeit nur rumgeflamed und ich habe keine Ahnung, was das soll, aber ist das irgendwie Mode oder was? Oder ist das cool, wenn man die ganze Zeit rumflucht, rumflamed, alle als Spasten bezeichnet, alles und jeden und keine Ahnung, und Hurensohn und hast du hier nicht gesehen und das und ach Gott. Ich verstehe es einfach nicht. Ich mache mir über sowas keine Platte. Was ist mit der Jugend los? Ah, da überholt jemand. Das war schön links blinken. Jawohl. Überholt jemand was? Ich muss links. Ja, aber wie gesagt, ich kann es halt nicht verstehen. Manchmal, ja, kann ich verstehen, dass man mal seinen Ärger rauslassen muss oder seine Wut. Aber permanent irgendwelche Leute immer, also zum Beispiel bei FIFA hat er halt Spieler immer als Hurensohn bezeichnet. Einfach so, ah, den Hurensohn will ich nicht mehr oder den Hurensohn brauche ich nicht mehr oder der Spasti und hier und immer was? Warum? Ja. Gibt halt Leute. Sind so. Ja, es ist halt echt nicht schön. Entweder ist es gestresst vom Spiel, so wie es mir manchmal mit DOT geht. Ja, ich will jetzt nichts sagen, aber er hat halt echt so geklungen wie Deutscher mit Migrationshintergrund. Klar sind das auch nicht immer nur die oder alle von denen, aber Hey, was machst du, Alter? es gibt halt schon einige von denen, die wirklich, ja. Ich weiß nicht,
Ich sag schon fast, die haben in Deutschland oder in der Schule oder halt in der Jugend diese Gossensprache etabliert. Weil, wenn ich überlege, wo ich in der Schule war und die halt auch immer, die reden, haben genauso geredet damals, wie es jetzt alle tun. Das, Alter und immer dieser Assi-Slang dabei. Das ist so furchtbar. Und keine Ahnung, alle fühlen sich cool damit und ich weiß nicht. Wie gesagt, damals haben halt immer nur die, also die, die nicht gebürtig aus Deutschland kamen, die haben halt immer nur so ein Akzent gehabt quasi. Und irgendwie hat sich das halt anscheinend etabliert. Wenn ich sehe, wie manche wirklich deutschen Leute sprechen, also Kinder, Jugendliche, nicht mehr Kinder, aber Jugendliche. Boah, scheiße, nee. Ich glaube, wenn mein Neffe so anfangen würde, so zu sprechen, boah, dann würde ich erstmal voll eine runterhauen. Dann würde ich erstmal voll eine Respektschelle geben. Ja, das macht dich dann aber auch nicht besser. Wenn das danach bleiben lässt, ist es okay. Aber es muss ja jeder cool sein. Aber es ist halt, ja, man ist halt noch jung, ne? Man lernt das erst später, was es einem bringt. Ja, mal gucken. Denn was heißt hier? Respektschelle macht einen nicht besser, also bitte. Naja, es macht es Respektschelle insgesamt nicht verteilen. besser. Aber gut. Geht mir aber Klar. manchmal aus, so ich denke mir da auch mal so mein Teil. Aber mittlerweile muss ich mir eingestehen, dass meine Sprache auch nicht besser geworden ist über die Jahre. Ins Gegenteil, irgendwie ist alles ein bisschen nachgelassen, abgebaut. Ja, das geht mir auch so. Manchmal überlege ich, wie ich rede. Gut, vor allem, ja, wenn man halt so unter sich ist, ne, dann redet man auch immer meistens noch anders. Nur schwer wird es halt dann immer in den Arbeitsmodus zu gehen. Gerade halt für mich ist es halt schwer, weil ich halt im Betrieb bin und ja, schon viele E-Mails auch schreiben muss mit Kunden und allen Kram. Da musst du halt förmlich und sachlich bleiben. Vor allem heute. Heute war es auch so geil. Ich wurde von einem Kollegen per Mail übelst angefahren. Weil er hat halt geschrieben, ja, kannst du bitte auf dem Server mal auf den Server mal einfach die Maschine durchstarten. Ich so, dann später so, yo, habe ich gemacht, ich habe den Application Server neu gestartet. Und er dann so, bevor er überhaupt getestet hat, hat er gelesen, oh, Application Server, ich habe doch gesagt, du sollst die Verwaltung neu starten. Hast du jetzt den richtigen Server neu gestartet? Der und der Server war das. Und, ich so, ja, ich bin mir sicher, dass ich den richtigen Server gestartet habe. Und habe dann dabei geschrieben, die Verwaltung ist auch ein Applikationsserver. Und, wie gesagt, der hat mich halt übelst angefahren. Das ist schon ziemlich angefahren. Wahrscheinlich hat er einfach nur überreagiert oder gedacht, ich raub ihm seine Zeit oder was weiß ich. Und, jedenfalls das Geile war dann, wo ich ihm das geschrieben hatte. Also höflich und sachlich halt, ne? Dann auf einmal kam er wohl auf den Trichter, ach, ich könnte ja mal testen. Und dann so, ja, ich hab's jetzt getestet und alles funktioniert, Smiley. Ich mir echt gedacht habe, sag mal, Junge, das hättest du auch vorher mal testen können. Ja. Bevor du rumflamest. Weil er sagt halt, er hat ja gesagt, welche Maschine. Und ich bin ja auch nicht blöd. Weiß ja, um welche Maschine es sich handelt. Ich hab ja die andere Maschine, um die habe ich mich ja auch schon gekümmert. Und naja. Was will man machen? Das ist echt manchmal echt lustige Sachen. Ja, jetzt darf ich dann die Tage wieder was automatisieren. Das heißt, jetzt momentan Shell-Skript schreiben. Wobei ich habe mich heute echt angestellt wie der letzte Mensch bei Shell wieder. Ich hab echt gedacht, ich habe schon wieder allen Scheiß verlernt. Ein Arbeitskollege musste mir echt alles vorsagen. Ich hab nichts gerafft. Gut, es war auch schon 4:30, aber naja.
Und durch die. Ja, ich kenne das. So leicht verschnupft ist das eh immer so ein bisschen doof. Da habe ich schon ganz leicht Kopfschmerzen gekriegt. Aber naja. Nee, das war schon echt irgendwie jämmerlich. Ja, aber Micha, ich weiß nicht, wollen wir hier wirklich 60 weiterfahren? Das ist echt mega langweilig. Sollte man nicht mal vielleicht auf 70 oder 80 erhöhen? Wow! Alter! Ich habe jetzt echt gedacht, der rammt dich volle Möhre weg. Das habe ich auch gedacht. Weil der schon ein bisschen auf deine Spur kam. Der war auf meiner Spur. Ja. Ja, das sind nur noch 40 Minuten, dann sind wir doch da. Ja, der tägliche Wahnsinn wieder, ey. Ohne Scheiß, ich kann nicht jede Folge der tägliche Wahnsinn schreiben. Es ist aber einfach der tägliche Wahnsinn. Oh Mann. Ja, die Kollisionsabfragen sind ein bisschen bescheiden, finde ich. Ja, da sind einige Ausraster drin. Ja. Das ist so ein bisschen wie bei War Thunder damals gewesen. Das da gab es auch jede Menge Ausraster. Das Problem ist einfach auch, das Spiel ist nicht für einen Multiplayer ausgelegt. Das kommt halt noch dazu. Da gab es sowas wie Kollisionsabfrage, war da nicht so ein großes geschriebenes Blatt. Wäre es nicht in der heutigen Zeit, müsste man doch eigentlich für jedes Spiel einen Multiplayer-Modus rausbekommen. Ja, aber überleg mal, wie alt das Spiel ist. Das ist mir doch egal. Wie alt ist denn das Spiel? Ey, das ist schon locker seine 3, 4 Jahre alt. 3, glaube ich, mindestens. Naja, dann geht's doch. Ich meine mal, Anno 14.4 oder 2. Ist auch ein Multiplayer-Modus. Und das ist schon deutlich älter. Ja, aber das ist ja auch ein ganz anderes Spielprinzip, Micha. Naja, ist aber auch ein Spielprinzip, wo Multiplayer-Modus, sagen wir mal, noch nicht so. Aber in Anno ist es deutlich nachvollziehbarer als hier. Ich glaube, niemand kam auf irgendwie auf die Idee von den Entwicklern, dass da so ein Multiplayer in diesem Spiel sinnvoll wäre. Ich glaube, da wäre niemand auf die Idee gekommen. Habe ich am Anfang auch nicht gedacht. Also überhaupt nicht. Auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Vorsichtig bremst. Ja. Ich will sicher gehen, dass du noch die rote Ampel kriegst. Ja, oh, ich scheiße grün. So ein Pech aber auch. Bist du jetzt gerade gegen Leitplanke gefahren? Nee. Das sah so aus dem Rückspiegel. Nee, ich hab nur ein bisschen zu weit ausgeholt. Und wollte dann wieder rasch nach rechts. Aber ich bin nirgendwo gegen gefahren. Jetzt kannst du mich sogar überholen, wenn du Gas gibst. Aber das schaffst du nicht. Das denkst du. Weiß es. Weil jetzt drücke ich mich so rechts dazwischen. Ja, ich lass dich durch, wenn du Gas gibst. Wow, leck. Lieber nicht. Oh oh. Boah, es ruckelt derbe. Alter. Es hat so derbe geruckelt gerade. Oh. Ich hab's gesehen. What the fuck? Ich weiß nicht, ob es grün ist, aber ich. Hier ist mir gerade einer hinten drauf gefahren. Nein, es ist rot. Okay. Hier ist mir einer volle Bude hinten auf den Anhänger gefahren. 7% Schaden. Alter Schwede. Ey, wie die Framerate einbricht, weil hier einfach so viele Leute sind, Mann. Wie viele Menschen hier. Oh, krass. Der holt jetzt aus und rammt mich die ganze Zeit. Ja, das so ist so mega mies. Ja, es gibt aber eigentlich auch hier Admins. Also man kann den irgendwie auch melden. Ich hab nur keine Ahnung. Ja, melde ihn mal, der hinter mir fährt. Ich weiß nicht, wie er heißt und allen Kram. Alter, wie viele LKWs sind denn hier bitte? Oh mein Gott, wie viele blaue Punkte. Krasser Shit. Also ich habe keine Ahnung, wie man die meldet. Aber mega viele Karren. Micha, bist du eigentlich auch? Bist du hinter mir? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, habe ich mittlerweile den Namen? Ich glaube, ich habe den Namen ausgelassen. Sieht ein bisschen schöner aus damit.
So, löse Anhänger. Zufriedenstellend. Was? 4,7% Schaden. Wo habe ich denn den Schaden hergebekommen? What the fuck, ey? Da hat jemand meine Farbe geklaut. Das ist meine Farbe, du Arsch. So, wollen wir mal gucken. Wollen wir da noch eine Fracht fahren? Eine kleine? Kann man ja machen, aber Hamburg. Kann man jetzt drehen? Hamburg nach Hamburg. Oh, ich hätte hier was nach Kiel. Oder nach Rostock. Ja. Bremen wäre auch. Ey, Bremen wäre auch um die Ecke. Kassel, Kiel. Also ich habe hier einiges. Wir hätten halt die Auswahl zwischen Bremen, Kiel und Rostock. Oh, geil. Autos. Ich könnte Autos fahren. Nach Kiel. Cool. Da hätte ich Bock drauf, auf Autos. So, Micha, klappt's denn? Ach, die Autos sind sogar gleich hier. Nice. Ja, aber warte erstmal, bevor du annimmst. Ja, ja. Boah, der fährt hier volle Möhre gegen die Wand. Er hat das Schild noch umgerissen. Ja, bis man das Parken drauf hat, da muss man so ein bisschen erstmal den Dreh rauskriegen. Aber irgendwann geht das. Und gerade mit dem Lenkrad ist es doch echt komfortabler. Ja. Gute Arbeit. Ja, 400 Abzug. Kleiner Tipp, bevor du abkoppelst, immer mal den Rückwärtsgang rausmachen. Ja. Alter, jetzt stehst du hier und piepst die ganze Zeit. Okay, wie gesagt, ich hätte Autos. Direkt hier könnte ich mir Autos holen. So, was in Hamburg nach? Nach Kiel. Hab ich nicht. Guck mal so auf dem Frachtmarkt. Was hast denn du sonst? Schade. Also ich hätte hier zweimal Kiel. Alternativ machst du mir halt einen Vorschlag. Nicht mit Kiel bis jetzt. Ja, was hast du sonst so? Biet doch was ja, an. Ja, dazwischen ist nichts mehr. Zwischen Hamburg und Kiel. Nein, du gehst einfach auf Hamburg und dann guckst du... Ah, hier habe ich noch was. Hamburg, Kiel. Jungbodenplatten. Ja, dann nehme ich die Autos. Wenn das Kiel geht. Alter. What the fuck? Ey, mein Anhänger ist eben durch die Luft geflogen. Ich hoffe, der ist nicht beschädigt. Also meine Zugmaschine ist schon bei 5% Schaden. Nee, ist nicht beschädigt. Sehr gut. Wo bist du hingefahren? Ja, ich muss erstmal geradeaus durchfahren. Erstmal meinen Anhänger abholen, bevor es losgeht.
Na, kurz einen Schluck trinken. Moment, Micha. Okay, fahr schon mal. Hör dich gleich an. Das gehört? Alter, der Typ hinter uns. Och Mann, oh Mann, wie sind die mich an? Ich weiß auch nicht, was zu denen verkehrt ist. Micha? Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe nochmal gebremst. Du hast aber einen Rückwärtsgang reingemacht, oder? Nee, eine Warnblinkanlage angemacht. Okay. Oh. Alter. Das war der gleiche Typ. Ey, überfahren einer roten Ampel habe ich gerade gekriegt, ne? Jetzt würde ich schreiben, Report. Das gibt's doch gar nicht, Mann. Das hat er vorhin auch schon bei mir gemacht. Das ist genau der gleiche. Ich habe keine Ahnung, wie man eigentlich schreibt. Y. Irgendeine Taste da unten war es. Ich hab hier nichts. Bei mir geht auch gerade Tab nicht. Ah ja, okay, jetzt geht's. Ich muss, ja, ich musste F11 anmachen. Report Player. Wie heißt denn der? Dark irgendwas? Dark mein YouTube. Auf die Unique ID gucken. Ja. Dark mein YouTube Whamming. Du kannst auswählen. So, wo kann ich das? Du drückst Tab. Warte. Lass mal die Kamera. Geht nicht. Drück mal F11 und dann Tab. Ja. Dann hast du die 209. Liste. Genau, du drückst rechte Maustaste. Dann kriegst du den Cursor, dann gehst du auf Report Player bei, also drückst auf ihn, Report Player und Whamming, Send. So. Jetzt, wo ich es weiß, mache ich das öfters. Jetzt jemand rammt, absichtlich oder mehrmals oder. Richtig absichtlich war es ja nicht, aber. Hat's ja bei dir auch gemacht, wenn man zu schnell fährt. Ja, ich habe aber null Schaden am Anhänger. Immerhin. Ja, aber er hat halt seinen Truck überhaupt nicht unter Kontrolle. Ja, und dich hat er ja noch über die rote Ampel dabei geschoben. Ja, genau. Ich habe nochmal 350 bezahlen müssen. Wegen der roten Ampel, ey. Das war richtig mies. Das hat mir richtig angekotzt. Wobei man das Spiel irgendwie trotzdem spielt, ne? Ich meine, bei WoT würde man jetzt ragen und einfach sagen, okay, ich höre auf mit dem Spiel. Ja, ich höre auf mit dem Spiel. Oder ich schieße ihn ab oder so. Aber du würdest halt, keine Ahnung, eher aufhören. Und hier, naja, hier ist es schon fast normal. Ja, ich weiß nicht, bei WoT kann das auch mal passieren, aber es gibt halt Leute, die machen das absichtlich. Da ja. Kannst du halt nichts machen. Gehst halt eine Runde ohne Schaden aus, wenn man dich die ganze Zeit hinher schubt. So, und dass du Schaden machst.
Ja, aber da hast du meistens so keinen Bock mehr, dass du einfach aufhörst. Ja, das liegt aber auch nur an den Ehrgeiz, wenn man ein guter Spieler, wenn man ein guter Spieler sein will. So, du kannst mich dann mal überholen. Ja, wenn ich zu schnell werde, könnte ich das auch machen. Alter, ich fahr 55 auf der Autobahn, Micha. Bitte Ja, ich bin dich. gerade mal bei 80 angekommen. Ich drück gerade im 10. Gang einfach mal voll durch. Das ist geil. Kann man sich echt amüsieren damit. Alter, du blinkst schon mal rechts. Ey! Voll abgeschnitten, ey. Ja. Du Sack, ey. Hast du eigentlich noch reported bekommen? Ja, habe ich noch. Dark Miner YouTube. Geil. Der hat schon einen richtig schön vielversprechenden Namen. Sowas wie, oder am besten auch so XXX Rebell 99 XXX. Sowas ist geil. Aber Klose, Michael. Nö, ging. Michael Klose. Ja. Ging. Die guten Betonplatten hier, die der Micha hier rumfährt. Ja, hast du mich gerade gerannt? Nein? Das war ein Schlagloch. Ja, das war ein Schlagloch, hatte ich auch. Ja, wobei so eine kleine Welle. Schlagloch war es jetzt auch nicht unbedingt, aber so eine kleine Welle. Micha, aufwachen, nicht einschlafen. Immer schön wach bleiben am Steuer. Ja, ich guck gerade nach hinten. Mir so ein Irrer direkt am Anhänger und dann wundere ich mich jedes Mal, dass er mich rammt und ich bin angeblich schuld. Ja, kannst doch nicht einfach so bremsen und bla, blub. Was? Was ist denn hier los? Hört die Autobahn hier einfach auf oder was? ja. Oder war das gar keine Autobahn, wo wir gerade unterwegs waren? Doch, doch. Es geht einfach in die Stadt rein. Vorsicht, Ampel. Ja. Rot. Was? Es geht einfach in die Stadt rein. War wieder ganz schön knapp. Da ist er doch, der Dark Miner. Aha, das geschieht ihm recht. Jetzt einfach nochmal aus trotz Reporten. Nee, das mache ich nicht. Gerade so über Gelb geschafft. Das wäre Unfair unhöflich. Plane. Weißt du noch damals Unfair Plane? Kennst du das noch? Von Airplane. Quickie Baby und wie hieß der andere? Der ältere. Überlege ich gerade. Scheiße, ich komme nicht drauf. Sir Foch war es nicht. Der die Ruhe Person war Ja, es. genau, die Ruhe in Person. Der auch hier dieses, the fair, the ugly und keine Ahnung was hat. Genau, mit einem unserer damaligen Clan-Kollegen. Ja, genau, der war ja auch mal dabei, ja. Oder Micha, wo bleibst du? Biege hier links ab. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Ja, ich bin über die rote Ampel gefahren. Da kann ich jetzt auch komplett fahren, ey. Nee, ich muss hier schon abgeben. Ja, ich weiß. Ich muss halt hier nochmal einmal rum. Oh nein, ich habe Frontflappen diese. sind aber auch scheiße Oh. schwer. Aber ich habe diese verwinkelte Scheiße jetzt hier. Oh, fuck. Oh, hier steht schon einer.
So, die guten Autos abgeben. Die unbeschädigten Autos. Test Drive Limited. Den Rang habe ich jetzt gekriegt. Der ein Schwein, ey. Bin gerade aus der Non-Collision Area rausgefahren. Der kommt ja angeheizt wie so ein Blöder. Ach Mann, ich kam nicht rechtzeitig zum Stehen. Diese Bremse ist furchtbar. Hallo Michael. Ich weiß nicht, ich würde jetzt sogar schon fast sagen, es ruckelt. Ich stelle mich hier hin oder wir stellen uns hier hin. Lol. Guck mal, der ist umgekippt. Ja. Also ich stelle mich jetzt hier hin, parke hier, speichere hier und gehe raus, würde ich sagen. Dann sind wir beim nächsten Mal wieder hier an der Stelle. In Kiel. Und dann könnten wir zum Beispiel mal nach Großbritannien fahren, vielleicht. Wäre eigentlich mal eine Idee, oder? Fahr einfach durch ihn durch. So, mal gucken. Was haben wir hier noch? Spiegel, mach mal aus. So, haben wir noch ein Bildchen. So, genau, sehr schön. Michael ist schon raus. Ich speichere nochmal schnell. Und damit ist vorbei. Tschüss, Michael. Jo, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.